Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Es ist Sonntag und ja, wir machen weiter. Ich habe vergessen, was aufzunehmen leider. Bei der Sidequest, also bei der Höhle, wo ich gerade war, da ist so ein kleines Schwert oder so ein kleines Tablet, was weiß ich, was das für eine Scheiße war. Da ist eine Nummer drauf, die man braucht, um überhaupt weiterzukommen. Aber das zeige ich euch jetzt eh gleich. So. Das ist die Villa vom Oberst Caray. Aber so einfach darf ich sie nicht durchlassen. Er muss wissen, dass wir kommen. Wir sind darüber informiert, aber Oberst Caray möchte sie zuvor auf die Probe stellen. Er will uns wohl auf den Arm nehmen. Probe? Was sollen wir denn tun? Nordöstlich von der Stadt ist das Grab des unbekannten Königs. Sie müssen zuerst dorthin gehen, eine einfache Aufgabe. Wenn sie dort sind, müssen sie eine Nummer auswendig machen. Eine Nummer? Wir sind so weit gereist und er fängt mit so einer komischen Nummer an, er unterschätzt uns sie vollkommen. Es kommen jeden Tag so viele Schüler, um den Oberst zu sehen. Gestern kam jemand von Galbadia Garden aus dem Grab des unbekannten Königs, ist er noch nicht zurückgekehrt. Nordöstlich der Stadt befindet sich das Grab des unbekannten Königs. Wie oft noch? Gehen Sie in das Grab hinein und suchen Sie den Schüler, bringen Sie seine Schülernummer in Erfahrung. Das Objekt, nach dem Sie suchen müssen, liegt direkt am Eingang. Die Nummer steht auf diesem Objekt. Anfänger sollten von dort aus nicht weitergehen, sonst kommen sie niemals eben heraus. Ich gebe Ihnen erstmal eine Karte im Grab des... Ja, können Sie die Karte mit Select betrachten. Wenn Sie bei geöffneter Karte 3 drücken, können Sie sich direkt ins Freie entfliehen. Dafür sinkt aber Ihr Seed-Level. Ordnungsgerät. Im Grab können Sie Select jederzeit die Karte betrachten. Ihre aktuelle Position wird darauf durch ein Kreuz angezeigt. Sie wünschen? Ich möchte raus aus der Stadt. Gut, ich werde Sie bis zur Stadtgrenze begleiten. Es wird einfacher für Sie, wenn Sie dort einen Mietwagen nehmen. Oh ja, das werde ich jetzt auch tun. Mit einem Auto kommen Sie... ja, ein Auto mieten. Ich werde nämlich schnell dahin kommen. Ich habe halt voll vergessen, dass ich zuerst dahin gehen musste. Ja, und was wollte ich jetzt eigentlich noch sagen? Ah ja, genau. Im Prinzip muss man hier nur die Nummer holen, aber da drin gibt es noch ein GF. Und das ist halt die Sidequest. Und die will ich jetzt machen. Bei die Nummer habe ich vorher schon geguckt. So. Allzu große Probleme werden wir auch gar nicht haben, denke ich mal. Ich denke, den ganzen Part werde ich dafür zwar brauchen, leider. Aber ich habe ja eh geplant, dass ich erst nächstes Wochenende CD1 beende. Und dann sind wir ja schon bei Part 16 dann fertig mit der ersten CD. Schülernummer 86, das ist die Nummer, die wir ja brauchten. Das war es eigentlich auch schon wieder. Wie war das jetzt mit der Karte? Ah, okay. Ich muss zuerst, glaub, rechts. Erst rechts. Dann in die Mitte, dann ganz links. So war das, glaube ich. So gegen den Uhrzeigersinn war es, glaub. Bin mir zwar nicht mehr sicher, aber ich denke es halt einfach mal. Da fällt mir gerade nebenbei auf. Skype beschäftigt gehen, sonst ruft mich irgendein Depp wieder an. So. Und ja. Der GF ist, den ich mir hole, ist natürlich den, wo ich vorher gemeint habe, der Stärke dann besitzen wird. Und den ich dann Irvine geben werde. Wobei ich dann noch gucken muss. Auf jeden Fall aber, wenn ich den GF habe, werden alle, der kann Reflekt. Naja, bringt nur nichts, da ich nie Zauber mache. Falls es jemand mal aufgefallen ist. Außer mit Selfie hier Limit habe ich noch nie Zauber eingesetzt.
Okay. Ich habe jetzt vergessen. Ich glaube, bei dem muss man Zauber machen. Naja, okay. Ich bin stark genug. Dann reicht das eigentlich so. Und... ja. Ich bin auch schon beim Überlegen, wie ich sie nenne. Den neuen GF, ich den nennen werde. Aber ich glaube, ich weiß wie. Das sind wir ja sogar richtig. Komische Statue. Ihr da, was macht ihr hier? So. Okay. Hat nur Schrott. Greif mich an. Oh, cool. Ich mach mal Protoss. Könnte ja gefährlich werden, aber ich Idiot hätte es vielleicht auf Irwin machen sollen, weil der am wenigsten Leben hat. Da gibt's nichts. Wow. Stick da an. Wie viel ich da abgezogen habe gerade. Echt 2000. Gegen den? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Au. So eine fette Keule ins Gesicht zu bekommen, ist nicht ganz nett. Boah, dieses Regener geht mir auf den Sack. Die sind ja stark. Und du bist feige. Was haut der jetzt ab? Rinderkacke, ihr werdet des Bösen. Bye bye. Ja, speichern brauche ich jetzt nicht. Okay, das ist dann am Bann. Bum, 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 bum. Dum, 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 dum. Oh, ich liebe die Melodie im Final Fantasy 7, 8, 9. Bei 10 geht's. Also, der Komponist ist ein Genie. Der hat echt immer geile Soundtracks gemacht. Ab und zu ist ihm mal ein Ausrutscher passiert, aber das kann jedem mal passieren. Aber er ist neuerdings in den neueren Spielen. Wundert eigentlich auch niemand, weil die neueren Final Fantasy sind eh so. Ja. Grafikhuren, Spiele. Wasser. Jetzt sind wir alle schockiert. Was haben wir hier? Levitas. Kriegt ihr rein. Boah, 15 sogar. Nicht schlecht. Apropos Weekend. Es ist heute der... Ja, ich nehme es am 12. auf, aber wenn das hochgeladen wird, ist ja nicht der 12., sondern ist dann schon der 19. Ja, ich nehme meistens eigentlich auf, wenn ich Zeit habe. Dann nehme ich gleich für das nächste Wochenende auf, sobald ich fertig bin. Und ja. Mir kommt... Was mir jetzt gerade sehr erstaunlich ist, dass hier gerade echt wenig Zufallskämpfe kommen. Sonst werde ich immer überhaupt mit der Scheiße. Überhaupt hier in der Höhle. Aber gerade? Das ist der zweite Kampf hier drin. Wenn man jetzt den Stier vorher nicht mitzieht. Angriff von hinten. Komm, auf mich. Dankeschön. Ja, dreh dich ja dich um. Man merkt schon, mir ist es schon so scheißegal, die Gegner, weil die alle so schwach sind, dass ich mich mit dem Rücken zu denen drehe. Weil sie einfach nur kacklangweilig sind. What?
Naja. Jeden das seine. Expert geben sonst nicht so viel. Aber ich schätze wahrscheinlich richtig ein. Minuten haben wir schon. Ich werde wahrscheinlich den ganzen Part für die Zeitquest brauchen. Was jetzt aber auch nicht so schlimm ist. Ja, machen wir Sturm. Es ist jetzt auch scheißegal. Level 56 ist Sirene schon. Ja, schön für den Speicherpunkt. Das wollte ich gerade gar nicht. So, Vitra bekommt Xell. Jetzt müsste in der Mitte nämlich die Brücke runtergedreht worden sein. Nein, jetzt bin ich zurückgelatscht. Jetzt muss ich nur noch da rein. Dann kurz diese zwei Spackos kaputt machen. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder. Ja, einmal geradeaus. Und dann nach links. Damn it. Ich bin falsch gelaufen. Das heißt aber, jetzt muss ich nach links. Ich glaube, ich bin richtig. Ha! Buja! Gott, bin ich gut. Secreto. Ihr seid schon wieder hier? Das letzte Mal war es nur die Aufwärmrunde. Diesmal ist auch mein Bruder hier. Jetzt könnt ihr noch fliehen. Der scheint richtig hohl zu sein. Hey, Bruderherz! Was ist Secreto? Bruderherz, das sind Grabschänder, sie wollen nicht auf mich hören. Ihr habt Secreto geschlagen. Schwach scheint ihr ja nicht zu sein. Hä, der Kleine da, ich krieg ja Angst. Bruderherz, sie verarschen uns. Menschen, wie töricht. Ich werde euch zeigen, dass das Äußere nichts aussagt. Okay. Dann wollen wir mal was sehen. Ich mache das locker fertig. Dun, 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 dun. So. Du hast Müll und du hast auch Müll. Das heißt, ich schlag jetzt erstmal den Großen kaputt. Und du schlagst auch den Großen und du machst Protest auf dich, weil Irvine, du verrückst mir sonst zu schnell. Rasenmäher! Danke. Na, also. Boah, Minotaurus geht mir voll auf den Sack. Den müssen wir auf jeden Fall als erstes gleich mal vernichten. Schon wieder Rasenmäher. Ha, da ist er schon tot. Ich bin weg. Ah, genau, dann kann man euch mal kurz das Limit Break von Irvine mal eigentlich zeigen. Wenn er nicht stirbt. Na, er lebt noch. Standradschuss. Bam, bam. Multikill. Double kill. Headshot. Ja, ja, ich weiß. Nicht witzig. Ich brauche nicht mal Limit Breaks. Ich bin schon zu viel zu überlevelt.
haben die alle gegen Irvine? Bam. Boah, ich hasse seinen Regener. So, jetzt hau ich dich kaputt. Stirb! Wir haben verloren. Meine Helden. Nehmt uns bitte auf. La 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 la. Secret-Karte. Oh, 40 HP. Not bad. Brothers. Scheiße, ich kann gar nicht so lang den Namen machen. Passt da eigentlich dick und doof rein? D-I-C-K. Und ich glaube, das passt sogar. Wo ist das Unzeichen? Fucking hell, wo ist denn das Unzeichen? Bin ich gerade blind? Ich finde das Unzeichen nicht. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Es gibt es gar nicht, kann das sein? Ich guck grad. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, P, Q, R, C, O, V, W, X, X, Y, Z, A, E, U, U, O, A, scharfes S, etc. Aber kein Unzeichen. Und hier ändert sich auch nicht wirklich was. Das ist kacke. Leute, das ist kacke. Ach, das sieht dann doof aus mit nur einem Strich. Ah, dann mache ich halt Brothers. Ist doch hässlich. Ich wollte dick und doof reinschreiben. Ihr habt diese Brüder besiegt, ihr seid wirklich tapfer. Endlich werde ich aus diesem Sarg befreit. In all den Jahren habe ich darüber nachgedacht, ob es nötig ist, jemanden in einen Sarg einzusperren, wenn er das Zeitliche segnet und seinen Körper verlässt. Minotaurus-Karte. Ja, und das war eigentlich schon so ziemlich die Sidequest. Jetzt gucken wir erstmal mal. Okay, nix, nix, nix. Nix. Ja, ihr kriegt Stärke K. Und ich gebe euch dann Irvine. So. Leben ist er jetzt circa gleich auf. Also, dann passt es doch. Jetzt muss ich halt nur noch Stärke K noch holen. Und wenn er das dann hat, dann ist alles okay. Fürs Erste. Kommen ja noch mehrere GFs noch dazu. Aber sonderlich schwer ist es jetzt nicht. Und dass ich nicht die Nummer nochmal vergesse, 86, 86, 86. Hm. 86. 86. Keine Sorge, Leute, ich beende den Part jetzt noch nicht sofort. Ich latsch jetzt erst noch mal hin. Vor die Tür vom Präsidenten. Ich meine den Oberst. Und dann mache ich erst den Part zu Ende. Weil ich glaube, ich kann mir bis zum nächsten Mal nicht die Nummer merken. Ich muss mir eh bei meiner Arbeit schon genug Nummer merken. Jetzt steig ein, du Fotze! Yeah, bum bum bum. Dum da dum da da da. Dum da dum dum. Dum da dum da da da. Yeah, just this one round of time. Ich kann nicht singen. Keine Ahnung, ich kenne den Text nicht mehr. Außer, also, get low, get low, get low, get low, get low, get low. To the window. Lean back, lean back, lean back, lean back. Dun, 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 dun. Wie schön reinparke. Wie sozial ich bin, dass ich das Auto echt wieder gebracht habe. Sonst lasse ich die Autos irgendwo draußen einfach rumstehen, wenn es Benzin alle ist.
Ich sag dann immer doch, verklag mich doch, du. Ja. Und wir haben eigentlich auch schon wieder unsere 20 Minuten. Like always. Sie wünschten die Antwort geben, du Schmock. Ziffer auf der ersten einer Stelle. 6. 10er. 8. 0. Richtig, Sie können hereinkommen. Ja, ich komme immer neu. So, und das war's, liebe Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Part. Balam Galvadia machen gemeinsame Sachen mit einem galvadianischen Obers. Es wird hier gespielt. Ohne sich Gedanken zu machen. Ein Sieg fragt niemals, warum. Genau. Fragt euch nicht, warum ich jetzt den Part beende. Ist einfach so. Ciao. Bis nächste Woche.